Das heißt also, auch hier wahrscheinlich natürlich Fakten geschaffen werden durch eine grüne Umweltpolitik, die dann mit reinfließen, als würde jetzt plötzlich das Wasser in irgendeiner Form weg sein. Das ist das eine. Das zweite ist, das Wasser, was wir da letztendlich verbrauchen, wo das herkommen soll, ja, das kann ja nur letztendlich wieder herkommen aus Regenfällen und so weiter. Das heißt, es ist eine völlig absurde Diskussion. Wenn es dann woanders fällt, müsste man es dann wieder irgendwo hinter rauspumpen, um es dann dort wieder hinzubringen, wo man ursprünglich dann wohnen wollte. Der Mensch wird wohl oder übel nicht drumherum kommen, immer wieder mal seinen Wohnort, die Generationen, die müssen dann einfach umziehen, seinen Wohnort nachzujustieren, wenn ein bestimmtes Gebiet nicht mehr bewohnbar ist, weil die Erde im Rahmen ihres umstrukturierten Prozesses, nämlich ihrer permanenten Wandlung von bestimmten Gebieten, ein Leben in einem bestimmten Gebiet nicht mehr möglich macht, aber in anderen Gebieten neue Chancen bietet. Das ist der Lauf der Dinge seit Jahrmillionen. Andreas, jetzt frage ich dich, ist Wasser eigentlich eine Ressource, die verdunstet, vergeht und weg ist? Ja, eigentlich nicht. Das Wasser bleibt ja vorhanden, auch wenn es genutzt wird. Übrigens nach dieser Argumentation, wie man das hier so ganz betroffen bringt, frage ich mich, wie man das große Tesla-Werk dort in Brandenburg so großartig ankündigen kann, wo man weiß, dass dort Unmengen an Wasser gebraucht werden und man heute davon ausgeht, dass der Grundwasserspiegel sich nennenswert dort für alle Anwohner massiv senken wird. Das heißt also ein dramatischer Eingriff in die Natur. Also diese Saubermänner, die man uns immer darstellt, wie die Elektrofahrzeuge, wo man übrigens gerade festgestellt hat, das hatten wir auch noch gerade gesehen, wir haben es noch nicht mit reingenommen, dass man sich verrechnet hat bei der CO2-Emission der batteriegetriebenen Fahrzeuge. Und zwar nicht nur wenig, sondern um das Doppelte. Also das finde ich auch schon ganz interessant. Achso, ich dachte, du hättest es rausgenommen. Habe ich auch, stimmt. Ja, genau. Okay, aus diesem Grunde war das nochmal ganz wichtig. Und so sehen wir das hier auch. Aber nochmal. Wenn das Wasser plötzlich weg sein soll, frage ich mich, wo ist es denn? Denn das Wasser verdunstet und kommt irgendwann, logischerweise durch Wind und Wolken, irgendwann als Regen wieder runter. Selbst das, dass wir trinken. Ja, selbst das, was wir trinken, das wir auch schon oft getrunken haben und auch schon oft durch verschiedene Organismen durchgelaufen und ausgeschieden wurde. Auch das muss man sich im Klaren machen, denn es gibt ja kein frisches, jungfräuliches Wasser, sondern das ist ja permanent in einem Umlauf. Und selbst das Süßwasser, was in ein salziges Meer reinläuft, das wird ja durch die Sonne wieder aufgesogen. Da kommt uns übrigens die Erwärmung entgegen, die sogenannte, denn dadurch wird noch mehr Wasser nach oben gezogen. Übrigens nicht das Salz im Wasser, sondern nur das Wasser. Das Salz wird nicht mit nach oben gezogen. Das heißt, es entsteht dann das Süßwasser oben in den Wolken, was vorher aus dem salzigen Meerwasser kam. Und das wird dann durch die Wolken eben halt rübergeschoben. Und jede Überschwemmung, übrigens jede Flut, auch die kommt, ist nichts anderes als neues Wasser, was kommt, nämlich neues Süßwasser, was kommt. Aber wir haben tatsächlich eines, wir haben eine Veränderung der Erdachse und die rotiert, das heißt, sie eiert. Und das heißt, wir haben bestimmte nicht nur Jahreszeiten, sondern wir haben auch bestimmte größere Zeiten. Das sind zum Beispiel Eiszeiten, Zwischenzeiten und so weiter. Und das sind über Jahrtausende lange Vorgänge und Zyklen, die wir noch nicht einmal alle erfasst haben. Und dadurch entsteht zum Beispiel auch eine Situation, dass zum Beispiel Länder, die heute bewohnbar sind, vielleicht in 100 Jahren, 200 Jahren nicht bewohnbar sein werden können, während die heute unbewohnbaren Lagen dann plötzlich bewohnbar werden. Wenn wir zum Beispiel in die Sahara gehen und wir gehen mit der Hand einmal durch den Sand, dann werden wir feststellen, da finden wir versteinerte kleine Muscheln oder Seepferdchen oder sonstige Dinge, weil das war dort mal Meeresboden. Und wenn wir heute beispielsweise in die Alpen gehen und schlagen einen Stein aus dem Felsen heraus in irgendeinem Gipfel, in der Ramsau am Dachstein von mir aus, fällt mir gerade ein. Und da habe ich plötzlich eine versteinerte Wasserkreatur dort mit drin. Wie kommt denn das dahin? Ja, weil das war auch mal irgendwann Meeresboden. Und so ist natürlich dieser Erdprozess in einer permanenten Umkrempelung. Und wenn die Politik diesen Vorgang jetzt für sich nutzt und sagt, alles, was Veränderungen ist, ist etwas, was wir jetzt nutzen müssen, um den Menschen Angst zu machen, weil damit im Prinzip, um damit eine politische neue Richtung zugunsten bestimmter Architekten eben halt auszuführen, dann haben wir genau das, was wir hier gerade sehen. So ist meine Sicht. Ja, und ich möchte hier in diesem Artikel doch noch einen Part vorlesen und darüber kurz mit dir sprechen, Andreas. Also es geht davon,
Die gehen davon aus, dass die Süßwasserressourcen bis 2030, das sind bitte 9 Jahre, um 40% abnehmen werden. Also sie kündigen damit auch an, es wird Wassernotstände überall geben. Und da heißt es weiter, dies hat Unternehmen von BP über Facebook bis hin zu Gap dazu veranlasst, sich zu verpflichten, in den kommenden Jahren mehr Wasser aufzufüllen, als sie für ihre direkte Geschäftstätigkeit verbrauchen. Wassereinsparung steht auch im Mittelpunkt zum Beispiel eines neuen Färbeverfahrens, das von Ralph Lauren und Dow für eine Stofffärbeindustrie entwickelt wurde, die jährlich Billionen von Litern Wasser verbraucht. Andreas, also Sie wollen Wasser auffüllen, wo Sie es wegnehmen. Ja, wo nehmen Sie es denn her? Nein, das ist ja durchaus nachvollziehbar, dass zum Beispiel Färbereien und so weiter Wasser auch verschmutzen. Aber das ist ein anderer Vorgang als Wasser verbrauchen. Verbrauchen und verschmutzen sind zwei völlig verschiedene Faktoren. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass ich dieser ganzen Lage so oder so nicht wirklich vertrauen kann. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass an der Westküste USA, ich glaube im Raum Los Angeles, große Wasserreservate waren, Reservoirs waren, Süßwasserreservoirs, also große Seen, die man brauchte, um die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Und man hat dann aus einer grünen Politik, um irgendeine bedrohte Fischart im salzigen Pazifik zu schützen, hat man das Wasser dort abgepumpt, um es in das Meer reinzupumpen, um den Salzgehalt ein wenig mehr runterzumischen, also eine Schorle gewissermaßen zu machen, damit diese Tiere eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Wobei es übrigens auch normal ist, dass permanent neue Tiere auf den Markt kommen gewissermaßen, also entstehen durch die Entwicklung und auch wieder rausfallen. Ja, auch das findet natürlich statt. Und das heißt also auch hier wahrscheinlich natürlich Fakten geschaffen werden durch eine grüne Umweltpolitik, die dann mit reinfließen, als würde jetzt plötzlich das Wasser in irgendeiner Form weg sein. Das ist das eine. Das zweite ist, das Wasser, was wir da letztendlich verbrauchen, wo das herkommen soll, ja, das kann ja nur letztendlich wieder herkommen aus Regenfällen und so weiter. Das heißt, es ist eine völlig absurde Diskussion. Wenn es dann woanders fällt, müsste man es dann wieder irgendwo hinter rauspumpen, um es dann dort wieder hinzubringen, wo man ursprünglich dann wohnen wollte. Der Mensch wird wohl oder übel nicht drumherum kommen, immer wieder mal seinen Wohnort, die Generationen, die müssen dann einfach umziehen, seinen Wohnort nachzujustieren, wenn ein bestimmtes Gebiet nicht mehr bewohnbar ist, weil die Erde im Rahmen ihres umstrukturierten Prozesses, nämlich ihrer permanenten Wandlung von bestimmten Gebieten, ein Leben in einem bestimmten Gebiet nicht mehr möglich macht, aber in anderen Gebieten neue Chancen bietet. Das ist der Lauf der Dinge seit Jahrmillionen. Thank you.